Hi Ladies! Annette hat mich gebeten, hier ein außergewöhnliches Outfit zu kreieren, was sich sehen lassen kann. Und ich denke, hier mit diesem Outfit habe ich es zu 100% geschafft. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Annette hat es mir wirklich nicht einfach gemacht, denn sie wollte ein Kleid, was außergewöhnlich ist, alltagstauglich, sportlich und in den Trendfarben schwarz-weiß. Und nach längeren Recherchieren habe ich hier ein Strickkleid gefunden von Ming Pink, was, ich denke, Annette mehr als nur glücklich machen wird. Denn schaut mal genauer hin, dieser Panda-Style ist nämlich komplett durchgezogen durch das ganze Kleid. Denn dieses Strickkleid ist nicht glatt gehalten, sondern extrem aufgeraut, dass man sagen könnte, dass es quasi ein Panda-Fell ist. Also andersrum gesagt, werdet ihr euch vorkommen, dass das Teil euer nächstes Lieblingsteil wird, weil es so kuschelig, sich weich anfasst und sich man wirklich da richtig pudelwohl fühlt oder Panda-wohl in diesem Sinne. Der Schnitt selber ist relativ schlicht gehalten, also sportlich und kurz, was es wieder sehr sexy macht. Denn wenn ihr jetzt nicht eine Leggings oder irgendwas dazu tragt, sondern wirklich einfach, wie ihr jetzt hier seht, ja so pur, dann finde ich, hat es doch einen gewissen Charme und ich wette, ihr werdet damit ja den Kopf der Männer wirklich verdrehen können. Schaut euch genauer an. Und wie versprochen, habe ich Annette ein Komplett-Outfit versprochen und will ihr hier ein paar High-Top-Sneakers dazu empfehlen, die sportlich und ja alltagstauglich zu diesem Kleid sind. Und mehr braucht ihr nicht dazu. Aber um natürlich noch ein bisschen diesen Flow reinzubekommen, empfehle ich hier noch ein Cap von Voodoo Voodoo, was ja durch dieses Schwarz-Weiß-Muster perfekt dazu passt. Aber ihr könnt natürlich auch andere Accessoires dazu wählen im Schwarz-Weiß-Look. Ihr könnt hier wirklich nichts verkehrt machen, wenn ihr im Farbschema bleibt. Und was ich aber noch machen wollte, denn wir haben jetzt hier eine extrem große Richtung sportlich und ja, alltagstauglich, aber es sollte immer noch einen Tick ja Eleganz drin stecken. Und somit empfehle ich euch hier eine Handtasche von Liebeskind aus Berlin, die eigentlich wiederum geschaffen ist zu diesem Kleid, als würde es keine andere geben. Denn diese Ledertasche ist erstmal sehr vielseitig. Man kann sie verstellen in der Größe und das Leder hat eine Prägung, die sich in dieses Outfit wirklich perfekt einbringt, aber auch die gewisse Eleganz mit einfließen lässt. Und damit, mit diesen Accessoires und diesem Panda-Kleid, habt ihr hier ein Outfit, was ja mega außergewöhnlich ist und euch das gewisse Etwas gibt. Oder sogar demnächst das neue Lieblingsteil im Schrank wird, weil, wie gesagt, ihr werdet sehen, wenn es euch doch mal holt zum Anprobieren. Es ist kuschelig ohne Ende. Und ich denke, Annette, hier habe ich den Punkt getroffen, was dir gefallen wird. Und wenn ihr wie Annette ein Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in den Kommentaren so genau wie möglich, wie ihr aussieht und zu welcher Veranstaltung ihr dieses Outfit braucht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?